Wie kann ein Mensch nun vor Gott gerecht werden? Und wie kann der Sünder rechtschaffen werden? Nur durch Christus können wir mit Gott und einem heiligen Leben wieder in Einklang gebracht werden. Doch wie sollen wir zu Christus kommen? Viele stellen die gleiche Frage wie die Menschen damals zu Pfingsten. Von ihrer Sünde überführt riefen sie aus: Was sollen wir tun? Die Antwort des Petrus begann mit den Worten: Tut Buße. Ein anderes Mal, kurz danach, sagte er: Tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Reue oder Buße schließen Kummer, ja Leid über die Sünde ein und dass man sich von ihr abwendet. Wir werden die Sünde erst aufgeben, wenn wir ihre Sündhaftigkeit sehen. Solange wir uns nicht im Herzen von ihr abwenden, wird sich unser Leben nicht wirklich ändern. Viele verstehen nicht, was Reue wirklich ist. Viele Menschen grämen sich, dass sie gesündigt haben und bessern sich sogar äußerlich, weil sie befürchten, ihr verkehrtes Handeln würde Leid über sie bringen. Aber das ist keine Reue im biblischen Sinne. Sie beklagen das Leid, aber nicht die Sünde selbst. Das Gebet Davids nach seinem Fehltritt zeigt, wie wahres Leid über die Sünde aussieht. Seine Reue war aufrichtig und tief. Er bemühte sich nicht, seine Schuld zu beschönigen. Und sein Gebet entstand auch nicht aus dem Wunsch heraus, dem drohenden Gericht zu entkommen. David sah das furchtbare Ausmaß seiner Sünde. Er erkannte, wie unrein seine Seele war und verabscheute seine Sünde. Er betete nicht nur um Vergebung, sondern um Reinheit des Herzens. Er sehnte sich nach der Freude der Heiligkeit, ihn verlangte danach, mit Gott wieder in Einklang zu sein und mit ihm Gemeinschaft zu haben. So war das Gebet seines Herzens: Wohl dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet, in dessen Geist keine Falschheit ist. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Entsündige mich mit Ysop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Die Bibel lehrt nicht, dass der Sünder erst bereuen müsse, bevor er der Einladung Christi folgen kann. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und schwer beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Christus ist die Quelle jedes richtigen Impulses. Er ist der Einzige, der Feindschaft gegen die Sünde ins Herz pflanzen kann. Jedes Verlangen nach Wahrheit und Reinheit, jede Überzeugung von unserer eigenen Sündhaftigkeit beweist, dass sein Geist an unserem Herzen wirkt. Der Sünder kann dieser Liebe widerstehen. Er kann sich weigern, zu Christus gezogen zu werden. Widerstrebt er aber nicht, wird er zu Jesus gezogen. Doch wie unbedeutend diese oder jene falsche Handlung in den Augen der Menschen auch erscheinen mag, keine Sünde ist in den Augen Gottes gering. Der Mensch urteilt einseitig, unvollkommen, aber Gott bewertet alle Dinge, wie sie wirklich sind. Der Trinker wird verachtet und ihm wird gesagt, seine Sünde werde ihn aus dem Himmel ausschließen, während Stolz, Selbstsucht und Habsucht nur allzu oft ungetadelt bleiben.
Dabei sind gerade diese Sünden Gott besonders widerwärtig, denn sie stehen der Güte seines Wesens entgegen, dieser selbstlosen Liebe, die die Atmosphäre im ganzen ungefallenen Universum ausmacht. Wenn du deine Sündhaftigkeit erkennst, dann warte nicht, bis du dich selbst gebessert hast. Wie viele denken, sie seien nicht gut genug, um zu Christus zu kommen? Meinst du, dass du durch eigene Anstrengungen besser wirst? Kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Dann könnt auch ihr Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Nur bei Gott finden wir Hilfe. Wir dürfen nicht warten, bis wir stärker überzeugt sind, bessere Gelegenheiten oder ein heiligeres Wesen haben. Aus uns selbst heraus können wir nichts tun. Wir müssen zu Christus kommen, so wie wir sind. Aber niemand sollte sich selbst etwas vormachen und meinen, Gott werde in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit sogar die retten, die seine Gnade ablehnen. Nur im Licht des Kreuzes kann die außerordentliche Sündhaftigkeit der Sünde gemessen werden. Wenn Menschen betonen, Gott wäre zu gut, um den Sünder zu verdammen, dann lasst sie nach Golgatha schauen. Christus nahm gerade deshalb die Schuld der Ungehorsamen auf sich und litt anstelle des Sünders, weil es keinen anderen Weg gab, durch den der Mensch gerettet werden konnte. Weil es ohne dieses Opfer für das Menschengeschlecht unmöglich gewesen wäre, der verderblichen Macht der Sünde zu entkommen und wieder in die Gemeinschaft mit den heiligen Wesen zu gelangen. Weil sie keine Möglichkeit hatten, wieder am geistlichen Leben teilzuhaben. Die Liebe, das Leiden und der Tod des Sohnes Gottes bezeugen das entsetzliche Ausmaß der Sünde und dass es aus ihrer Macht kein Entrinnen gibt. Keine Hoffnung auf ein höheres Leben, es sei denn, der Mensch unterwirft sich Christus. Hütet euch vor Aufschub. Schiebt das Aufgeben eurer Sünden nicht hinaus. Sucht schon jetzt die Herzensreinheit durch Jesus. Jede Übertretung, jede Vernachlässigung oder Zurückweisung der Gnade Christi wirkt auf dich selbst zurück. Sie verhärtet das Herz, verdirbt den Willen, lähmt den Verstand. Sie macht uns nicht nur immer weniger bereit, dem liebevollen Bitten des Heiligen Geistes Gottes nachzugeben, sondern wir werden auch immer weniger fähig dazu. Christus ist bereit, uns von der Sünde zu befreien. Doch er lässt uns den freien Willen. Und wenn der Wille durch ständige Übertretung nur noch auf Böses aus ist, wenn wir nicht befreit werden wollen und seine Gnade nicht annehmen möchten, was kann er dann noch tun? Durch die entschiedene Zurückweisung seiner Liebe haben wir uns selbst zerstört. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Viele nehmen einen Verstandesglauben an, eine fromme Form, ohne dass ihr Herz gereinigt wurde. Doch lasst uns beten, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Sei ehrlich mit dir selbst. Sei so gewissenhaft, so ausdauernd, als stünde dein irdisches Leben auf dem Spiel. Dies ist eine Sache, die zwischen Gott und dir selbst in Ordnung gebracht werden muss, geklärt für die Ewigkeit. Eine nur vermeintliche Hoffnung wird sich als dein Ruin erweisen. Studiere Gottes Wort unter Gebet. Dieses Wort zeigt dir in Gottes Gesetz und in Christi Leben die hohen Grundsätze der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es überzeugt von Sünde, es offenbart klar den Weg der Erlösung. Beachte es als Gottes Stimme, die zu deiner Seele spricht.
Und wenn du das furchtbare Ausmaß der Sünde erkennst, wenn du dich selbst so siehst, wie du wirklich bist, dann gib nicht auf und verzweifle nicht. Wir sind große Sünder gewesen, aber Christus starb, damit uns vergeben werden kann. Die Verdienste seines Opfers reichen aus, um sie dem Vater zu unseren Gunsten darzubringen. Die Menschen, denen er am meisten vergeben hat, werden ihn am meisten lieben. Und sie werden seinem Thron am nächsten stehen und ihn für seine große Liebe und sein unendliches Opfer preisen. Genau dann, wenn wir die Liebe Gottes am völligsten begreifen, erkennen wir, wie sündig die Sünde wirklich ist. Wenn wir sehen, wie lang das Seil ist, das für uns herabgelassen wurde, wenn wir etwas von dem unendlichen Opfer verstehen, das Christus für uns gebracht hat, wird das Herz in Liebe und Reue dahinschmelzen.